Herzlich willkommen in Saalfelden-Leogang. Es freut uns heute ganz besonders, dass wir mit diesem kurzen Video das diesjährige Jazzfestival 2021 vorstellen dürfen. Wir haben lange geplant, wir haben die Ärmel hochgekrempelt, aber wir haben schon bereits vor gut ein, zwei Monaten entschieden, dass wir mit vollem Optimismus in den Sommer starten und das Festival so weit wie möglich ganz normal planen. Und wir haben das Festival ausgedehnt auf eine Woche. Es startet bereits am Montag und geht bis Sonntag. Wir haben verschiedene Bühnen in unsere Planungen mit einbezogen und wir haben Konzerte auf den Bergen, in den Tälern und natürlich auch auf den Almen. Die geführten Wanderungen, die Biketouren und die beliebten Almkonzerte finden unter anderem auf der Tonspurenbühne am Asitz statt, auf der Peter-Wichenthaler Hütte, auf der Lettenkaser Hütte, am Berggasthof Biberg, am Huckenberg und natürlich die Almkonzerte, die beliebten, schon auf der Stöckialm und auf der Forsthofalm. Ein herzliches Hallo auch von unserer Seite. Wir freuen uns in diesem Jahr auf insgesamt 60 Konzerten an 7 Tagen. Und jetzt sind wir hier gerade in der Buchbinderei Fuchs. Und auch hier geht es wieder am Donnerstag los, wie schon in den vergangenen 2 Jahren. Dieser wunderbare, kreative Ort, die Buchbinderei Fuchs, wird auch dieses Jahr wieder Heimstätte diverser Impro-Sessions und Konzerte. Und ganz herzlich bedanken möchte ich mich da beim Christian Fuchs, der uns sein Haus wieder zur Verfügung stellt. Und ich freue mich, dass wir wieder Gastgeber sein dürfen für besondere Konzerte hier in diesen kreativen Werkstätten. Hier im Y-Cube im Kunsthaus Nexus finden in diesem Jahr großartige Konzerte und unglaubliche Videoarbeiten statt. Von Maya Osönig, Clemens Wenger und Katharina Ernst. Und einen Stock höher in unserer Blackbox kehren die Shortcuts dieses Jahr wieder zurück. Unter anderem mit Dell Lillinger Westergaard, Punkt wird Plastik, Angelika Nischer mit Alexander Hawkins und Georg Gehmer. Unser wunderschöner Stadtpark wird von Donnerstag bis Sonntag wieder mit Konzerten und DJs bespielt und wieder zum Treffpunkt von internationalem und einheimischem Publikum. Und das Ganze aber doch mal in unserem wunderschönen Skyliner. Grüß euch! Ich freue mich total, dass wir heute in der Gruberhalle stehen und euch zeigen können, unsere neue Veranstaltungsstätte für das Festival. Es werden da ungefähr 8 Konzerte stattfinden, die dann sozusagen unabhängig vom Wetter sind. Wir haben da eine alte Industriehalle, eine alte Produktionshalle von der Firma Gruber mit abgehobenen Fenstern, die wir in einer alten Produktionsstätte, die Industriehallen halt sind, macht eine irrsinnige Atmosphäre. Wo wir schauen, da hinten die Exzenterpresse zeigt uns noch die frühere Zeit, schaut aber total charismatisch aus, passt total zum Festival und zum Programm. Und wir freuen uns und sind stolz, dass wir das heuer da machen dürfen. Es freut uns, dass wir die historische Gruberhalle euch fürs Jazzfestival zur Verfügung stellen dürfen. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass wir dieses Jahr auch wieder die Mainstage bespielen können mit insgesamt 12 Konzerten, unter anderem mit Ceramic Dog, Kaya Draxler, Irreversible Entanglements, Christian Rainer und vielen mehr. Bezüglich Ticketverkauf bitten wir euch allerdings noch um etwas Geduld, weil wir noch die Besuchergrenzen für diese Halle abwarten müssen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf euch. Bis bald!